freue mich, dass der Künstler anwesend ist, Herr Molnauer, dass Sie uns hier einige Zeit Ihre Werke präsentieren und uns die Chance geben, mal in Ihre Art und Weise der Kunst hineinzuversetzen. Das ist eine sehr spannende, unterschiedliche Ausstellung, die Sie uns hier präsentieren. So empfinde ich es zumindest. Für jedermann, jeder Frau etwas dabei, wo man sich hineinversetzen kann. Eine Verpflichtung gibt es immer für Künstler. Und wenn es solche Männer sind wie Herrn Molnauer, ganz besonders wichtig, die Werke bleiben bis zum Schluss hier der Ausstellung. Weil bei ihm fängt es nämlich schon so dramatisch an, wir haben noch nicht mal eröffnet, schon zwei Werke wieder verkauft. Also wir werden am Ende des Tages große Probleme haben, wenn wir das nicht so angeordnet hätten, dass man die Werke auch hier lassen muss. Der Letzte, der in der letzten Woche kommt, würde dann vor zwei Bildern hier noch rumstehen. Das wäre ärgerlich. Ja. Aber da sieht man, wie erfolgreich Herr Molnauer ist. Das freut mich für ihn auch ganz besonders. Dann hat sich für ihn auch der ganze Aufwand und das ganze Bestreben gelohnt. Herzlich willkommen und ich darf weitergeben an Dr. Hartmann. Herr Dr. Hartmann, Sie haben das Wort. Dankeschön. Ich freue mich natürlich auch sehr, in wirklich große Fußstapfen treten zu dürfen bzw. zu müssen. Und ich bin mir auch der Größe der Aufgabe durchaus bewusst und habe auch ein bisschen Demut vor dem vielen, was Frau Theissen mir in den letzten Jahrzehnten geleistet hat. Und versuche aber, mich einzuarbeiten. Wir haben eine gemeinsame Zeit des sogenannten Wissenstransfers. Und ich profitiere natürlich jetzt noch von den großen Erfahrungen, von den vielen Kenntnissen und ich freue mich aber auch, die Spandauerinnen und Spandauer kennenzulernen. Es war für mich nicht so ganz einfach zu entscheiden, womit man eine kleine Einführung in die Malerei von Klaus Molnauer beginnen und mit welchen Arbeiten man in diesen zugegebenermaßen nur sehr kleinen Ausschnitt eines viel, viel größeren Oeuvres einsteigen sollte. Vielleicht mit dem schweren Duft sommerlicher und zugleich dunkler Rosen, oder mit den farbintensiven und beinahe glühenden Rheinansichten, der ist ja Rheinländer, wie er gesagt hat, also mit Fragen nach eher atmosphärischen Aspekten und Bildstimmungen. Vielleicht könnte man aber auch mit einer differenzierenden Würdigung der Stillleben- und Landschaftsbilder von Klaus Molnauer, seinen Gebirgsszenen, Flussläufen und Architekturansichten, also mit der Frage nach den Motiven und ihren Deutungen beginnen. Genauso gut könnte man sich aber auch dem Verhältnis zwischen figurativen und abstrakten Bildern zuwenden, der Frage also nach motivischer Erkennbarkeit bzw. völliger Auflösung der Bildfläche in Farben, mithin einer eher grundlegenden und gewisse künstlerische Ideologien bzw. Weltanschauungen berührenden Aspekten. Alles das ist schlechterdings unmöglich, denn Klaus Molnauer sieht, empfindet und malt genau diese konträren Atmosphären, Themen, Genres und Arbeitsweisen parallel. Das zeigt diese Ausstellung. Und er bringt sie in seiner Ausstellung hier im Gotischen Haus zu einer beeindruckenden Synthese, die uns auf eine komplexe Reise nicht nur durch die Welt, sondern auch durch die Kunst, eben vom Himmel bis Erde und heute können wir mal ergänzen, von Feuer bis Wasser, mitnimmt. Der Blick auf die hier versammelten Bilder macht deutlich, dass Kategorisierungen keinen Sinn machen, dass sich die Dinge eben nicht voneinander trennen lassen, sondern dass sie sich vielmehr erst in der Zusammensicht und in der Parallelität zu entwickeln beginnen, ihren besonderen Charakter entfalten. Schon in solchen fast programmatischen Parallelbildern kommt ein offenbar grundlegendes Prinzip der Malerei von Klaus Molnauer zum Tragen. Das vorsichtige auf Distanz gehen zum Motiv, die kritische Hinterfragung alles Figürlichen und Gegenständlichen zugunsten einer klaren Präsenz und kraftvollen Farbigkeit, auch wenn es nicht selten die Nichtfarbe schwarz ist. Auf der anderen Seite spielt die Reduzierung eines Motivischen auf eine minimale Abkürzung, auf eine beinahe strukturelle Formel, die dem eigentlichen malerischen Geschehen nicht nur größtmöglichen Raum, sondern auch bestmögliche Akzentuierung einräumt, eine, wenn nicht die entscheidende Rolle. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Molnauer, lieber Ralf Hartmann, vielen Dank dir für diese wirklich sehr gute Einführung. Ich glaube, wir sehen die Bilder jetzt doch nochmal mit anderen Augen als vielleicht beim ersten Eindruck. Warum gefallen mir die Landschaften mit den Bogen, der Rhein so besonders? Jetzt denken Sie vielleicht, naja gut, weil die Zitadelle hat ja auch noch ein Stück von der mittelalterlichen Burg und vielleicht ist es einfach das Wiedererkennen, aber nein. Ich glaube, die Romantik steht gar nicht so im Vordergrund, sondern das Geheimnis dieser Arbeiten. Diese Landschaften, die haben etwas, was wir nicht so leicht entschlüsseln können.
und das uns immer wieder dazu bringt, zu schauen. Und das gefällt mir ganz besonders und das drückt sich natürlich auch in allen anderen Arbeiten aus. Es sind Stillleben, na klar, aber da ist noch viel mehr dahinter, was man nicht beim ersten Blick vielleicht gleich erkennt. Und die Ausstellung ist eröffnet.